So, willkommen zur nächsten Folge oder zur nächsten Aufnahme, wie man es will. Ich sag mal, zur nächsten halben Stunde. Fez. Mir meine Musik etwas leiser stellen. Ja, ich bin natürlich wieder super vorbereitet. Weswegen ich natürlich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich werde mir vielleicht irgendwelche Themen überlegen, über die ich reden will. Da ich aber wieder super vorbereitet bin, werde ich das nicht machen. Erst einmal die Stelle hier mit dem dämlichen mit dem dämlichen Ding ist eigentlich ganz einfach, genau. Ich hab's schon rausbekommen. Ach, in dem Spiel geht's einfach immer um Perspektivenwechsel. Ne, ich hab mir überlegt, ich werde einfach mal wild drauf losquatschen, weil ich ja super vorbereitet bin. Werde ich einfach das tun, was ich am besten kann, nämlich Scheiße labern. Nein, ich rede einfach über mein Lieblingsthema und mein Lieblingsthema sind nun mal, ich raff's halt immer noch nicht. Ich hab's doch gerade schon gehabt mit dem, ja, Perspektivenwechsel. Du Pfeife. Ja, über Videospiele. Ich rede über Videospiele, ein bisschen nebenher, ihr könnt ja mal zugucken. Und ich rede einfach, jetzt habe ich es gelegt. Und wieder zurück. Danke. Doch. Nein, spring! Denn ich habe gemerkt, dass sich so mein Spieleverhalten so in der letzten Zeit doch ein bisschen verändert hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt momentan. Spiele ich zwar immer noch leidenschaftlich gerne, allerdings nicht mehr so leidenschaftlich wie früher Videospiele. Es gibt immer Phasen, wo ich tagelang gar nichts spiele, weil ich einfach keine Lust habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich viel mehr Indie-Games spiele, sehr gerne spiele, wie zum Beispiel Fez oder Fez. Oder boah, Super Meat Boy ist jetzt, glaube ich, weniger ein Indie-Spiel, aber habe ich jetzt ein Let's Test dazu gemacht, zu Dreadout, so einem, ein Project Zero-Klon. Da habe ich auch mal ein Let's Play angefangen. Ja, das war super. ein Let's Play zu angefangen. Hatte ich aber ein bisschen, also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe momentan einfach zu viele Projekte. Project Zero haben dann doch nicht allzu viele geguckt, deswegen habe ich das erstmal pausiert. Da werde ich aber irgendwann auch mal weitermachen. Und Dreadout ist eben auch so ein bisschen zumindest wie Project Zero. Man hat eben, weiß nicht, ob es einer gesehen hat, wenn nicht, könnte mal reingucken. Und ich raff's natürlich wieder nicht. Wupp. Man spielt ein junges Schulmädchen mit einem Handy, das durch eine Welt läuft, wo Geister sind. Die Geister sieht man wohl nur durch das Handy. Was mich aber so ein bisschen stört, ist, dass man da wenig, also die Geister kann man, bei Project Zero war so, man hatte die Kamera Obscura, das war quasi die Waffe gegen die Geister. Wenn man die fotografiert hat, hat man den Energie abgezogen. Und weg. Sehr gut. Ha! So super habe ich das gemacht. Und jetzt verkacke ich es wieder. Es war so klar. Energie abgezogen. Und bei Dreadout ist es eben nicht so. Zumindest noch nicht. Mein Handy ist total nutzlos. gegen die Geister. Wobei es auch keine, in dem Sinne, Geister gibt, die einen attackieren. Und ich habe so die Befürchtung, dass es mehr so ein, also entweder wird es mehr so ein wirkliches Survival-Horror. Ich gegen die Geister gegen und kann da halt nichts ausrichten, sondern muss halt einfach nur wegrennen. Vielleicht ändert sich das später auch nochmal. Oder vielleicht gibt es einfach nur die Geister als Schocker quasi und es gibt gar keine richtigen Gegner. Wobei man ja, ich weiß nicht, wie lange die Demo-Version ging, wo ich mir runtergeladen habe. Also noch ist das Spiel offiziell nicht draußen, zumindest gibt es nicht auf Steam. Das wird wohl irgendein Rätsel sein, raff ich aber nicht.
Also auf Steam gibt es noch nicht, aber ich fürchte, dass es so ist, dass ich wirklich mich nicht wehren kann gegen die Geister und Viecher. Und im letzten, also nee, ich weiß nicht, wie lange die Demo geht, aber im letzten Teil merkt man, da gibt es dann auch Gegner, die mich töten können. Keine Geister, oder nehme ich zumindest an, sondern Monster. Die haben mich dann getötet, das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, mag ich nicht. Ich mag keine Spiele, wo ich mich nicht wehren kann. Ich habe zum Beispiel auch Clock Tower 3 durchgespielt oder damals angefangen, nach 3 Jahren dann geschafft, fertig zu spielen, weil ich zwischendurch einfach Schiss hatte, muss ich ehrlich zugeben. Mittlerweile ist es noch genauso. Oder Amnesia. Amnesia ist, glaube ich, auch ein Indie-Titel. Kann man als Indie-Titel bezeichnen, würde ich zumindest als Indie-Titel bezeichnen. Das habe ich auch angefangen, wollte ich auch ein Let's Play zu machen, habe es dann aber irgendwann gesagt, nee, das kannst du nicht hochladen. Will ich nicht weiterspielen. Weil Spiele, wo ich mich nicht wehren kann, sind nichts für mich. Deswegen, ja. Aber ich werde mir die Vollversion mal angucken. Auch Project Zero werde ich irgendwann mal fertig spielen. Was gibt es noch für Indie-Titel? Eins der frühen, wo ich gemacht habe, war. Ach, wie heißt denn das? Wo man im Koma liegt. Fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein. Könnt ihr auch mal in die Playlist gucken, habe ich da auch irgendwo drin. Wo man auch einfach durch die Welt läuft. Eine Stimme mit einem spricht, man ist, liegt wohl im Koma, man kann verschiedene Fotos finden, muss eigentlich nur ans Ende des Levels kommen. Also es ist relativ unspektakulär, aber das gefällt mir richtig gut. Eins, wo ich jetzt auch gespielt habe, 20 Flight of Love oder irgendwie sowas. Ganz komischer Name. Auch ein Indie-Spiel. Geht bloß ein paar Minuten lang. Im Let's Play habe ich, glaube ich, eine Folge mit 25 Minuten für. Also es sind quasi zwei Minispiele. Ja, da weiß ich aber allerdings nicht so, ob ich das gut finde. Es ist wohl eine andere Art von Storytelling. Und prinzipiell raff ich meiner Meinung nach schon, worum es in der Story geht. Zumindest im ersten Spiel. Im zweiten eigentlich auch. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Dann ein Indie-Titel, der ist noch nicht draußen, der kommt auch bald. Wer von euch ihn kennt, freut sich da vielleicht auch schon drauf. Den Angry Video Game Nerd, AVGN, James Rolfe, bringt jetzt ein Spiel. So ein Indie, also so ein Minispiel auf Steam. Haben die jetzt über Steam Greenlight das Go bekommen? Wohl. In sehr kurzer Zeit. Und ich bin echt gespannt. Das ist so ein Plattformer, 2D-Plattformer im NES-Optik. Und ja, das wird super. Ich liebe Angry Video Game Nerd. Was habe ich denn noch für Indie-Titel für kleine Spiele? Ja, hier, Tiny in Big ist auch ein Indie-Spiel. Also würde ich zumindest auch als Indie-Spiel. Indie-Spiele müssen ja nicht immer klein sein. Indie-Spiele sind für mich Spiele, wo kein riesen Publisher wie EA oder Ubisoft oder so dahinter steht. Tiny and Big ist, habe ich auch ein Let's Play zu gemacht. Könnt ihr euch auch mal angucken, wer es nicht kennt. Auch ein super, super Titel. Da spielt man, also es gibt zwei Männchen. Der eine hat die Unterhose vom Opa mit die geklaut und die hat wohl fette magische Kräfte. Und der andere versucht eben diese wiederzukriegen. Und man hat einen Laser. Und man kann mit dem Laser, also es gibt da auch keine Gegner. In dem Sinne. Oh, was mache ich denn da? Sondern man muss einfach nur seinen Weg durch die Level finden. Und kann damit alles zerschnetzeln. Man kann Steine zerschneiden, man hat einen Enterhaken, mit dem man dann abgeschnittene Steinbrocken ziehen kann, oder Raketen, mit denen man sie wegschießen kann. Also man setzt eine Rakete an den Stein, zündet sie dann und dann fliegt sie weg. So, man kann nicht alles zerschneiden mit dem Laser, aber sehr viel zerschneiden. Und auch wenn man dann die Minisachen macht, was ich offscreen gemacht habe, hatte ich auch sehr viel Spaß dann dran. Kassetten
für andere Musik. Was auch geil ist, die haben für das Spiel so unbekannte Künstler, Musikkünstler genommen. Die haben dann Musik aufgenommen, zur Verfügung gestellt. Sehr, sehr coole Musik dabei. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem, ich muss ganz kurz, ich glaube, ich bin jetzt auf dem Weg zurück, kann das sein? Ne, noch bin ich am Türen öffnen. Ja, sehr, sehr coole Musik dabei. Muss man aber erst so MCs finden, also Musikkassetten. Und man sieht, ach, guck mal, da oben ist eine. Wie komme ich da hoch? Okay, wenn ich da so schneide, dann habe ich einen Weg. Dann schneidet man und dann merkt man, fuck. Ich komme noch nicht hoch, ich muss ein bisschen mehr abschneiden. Dann schneidet man ein bisschen mehr ab und dann bricht alles zusammen und dann geht es gar nicht weiter. Sehr, sehr cool. So, das ist ein Rätsel, das ist relativ... Ne, das ist auch ein Rätsel, was ich nicht rausgekriegt habe. Da muss ich irgendwie Figuren setzen. Was ich jetzt auch gemerkt habe, das Bild ist manchmal scharf, dann wieder unscharf, wieder scharf. Jetzt scharf, unscharf, scharf. Das liegt nicht jetzt daran, dass ich das jetzt nachkommentiere, sondern das liegt generell an... Ich nehme das Spiel auf. Vielleicht nehme ich das in zu niedriger Qualität auf. Ich habe keine Ahnung. Das tut mir leid. Aber getreu nach meinem Motto auf meinem Kanal, wer braucht schon HD? Bullshit ist das neue geil. Ist mir das einfach egal. Indie-Titel. Was habe ich denn noch an Indie-Titel? Ich hätte vielleicht mal meinen Steam öffnen sollen. Da habe ich ganz, ganz viele Indie-Titel. Es gibt einen Indie-Titel, das heißt Emily oder irgendwas mit A. Ich weiß es nicht. Ist auch ein ganz komisches Spiel, das habe ich auch bloß, was ich, eine halbe Stunde so gespielt. Man sieht aus der Ego-Perspektive und läuft einfach nur am Strand entlang, über Hügel. Und es passiert gar nichts. Es ist, der Typ redet einfach und redet und es passiert nichts. Man läuft nur. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das, ich raff das Spiel nicht. Bin ich zu blöd für, ist mir zu hoch. Und habe ausgemacht. ja. Und dann habe ich noch ein Spiel gefunden. Das ist aber, glaube ich, kein Indie-Titel. Das ist ein relativ altes. Aber ist erwähnenswert. Scratches. Der Director's Cut war günstig mal auf Steam erhältlich. Es ist so eine Art Point-and-Click, wobei man jetzt sehr marginal Rätsel hat im Point-and-Click-Style. Da ist es wirklich einfach nur die Atmosphäre. Man ist in so einem Kumpel, man ist Schriftsteller, braucht irgendwelche Ideen und ein Kumpel sagt so, ja, hier, ich kenne ein Haus, geh doch da mal hin. Verbring da ein paar Tage, vielleicht, das ist so ein bisschen düster, vielleicht hast du da irgendeine Idee. Und man geht da halt hin, oder man ist Babysitter für das Haus. Wobei ich nicht glaube, dass da noch jemand wirklich drin wohnt. Und man ist dann in dem Haus und dann geht man so durch die Räume, man ist alleine, die Musik, dann geht man durch so einen Gang, das sind links und rechts Bilder, wo manche wirklich verstörend sind. Komische Bilder dabei sind. Man hat auch zwar mal ein paar Rätsel, die man lösen muss, aber die sind, wie gesagt, sehr marginal. Da geht es hauptsächlich darum, alles zu finden, um dann das nächste Event zu triggern, was auch so krass war bei Gabriel Knight 3. Gabriel Knight, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber da ist wirklich, auch von der Story her, ist es eigentlich jetzt nichts Großartiges, aber so die Atmosphäre hat mich so gefesselt. Da wollte ich eigentlich auch mal irgendwas zu machen. Da hat es aber mit dem Aufnehmen nicht geklappt. Ich glaube, damals war aber noch mein Problem, dass ich mit Fraps nicht Bild und Ton gleichzeitig aufnehmen konnte. Das müsste ich wirklich nur mal probieren, ob das geht. Da hätte man bestimmt auch Spaß mit. Das ist sehr atmosphärisch. Naja. Ja, weg von den Indie-Games. Gabriel Knight, auch eine Serie, die ich sehr geil finde. Den ersten Teil, muss ich zugeben, habe ich nicht wirklich gespielt. Ich habe mal kurz reingeguckt. Den muss ich auch irgendwann, habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Also, ob ich den noch zum Laufen krieg. Ich glaube, das war immer das Problem. Ich habe den nicht mehr zum Laufen gekriegt auf meinem Rechner. Das ist noch so ein klassisches, wirklich ein Point-and-Click-Adventure. Ein bisschen ernsteres
Setting, also jetzt nicht so Monkey Island oder so, sondern man ist wirklich ein Schattenjäger, so nennt sich die Gruppe. So nennt sich die der es ist die Familie Ritter aus Deutschland. Und die sind Schattenjäger, die jagen Dämonen, Geister, Werwölfe. Und da geht es irgendwo um einen Voodoo-Mörder in London oder sowas. Es ist noch in der alten Grafik. Oh ja, hier, guck mal, schwarze Löcher. Kamen die vorher schon mal drin vor? Ja, ich erkläre kurz, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Es sind schwarze Löcher. Und wenn ich da reinlaufe, werde ich reingesaugt. Also nicht so empfehlenswert, da reinzulaufen. Ich glaube, ich habe jetzt auch das Rätsel abgebrochen. Weil ich habe das Rätsel abgebrochen, weil ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Muss ich später mal drauf zurückkommen. Ne, der erste Teil ist eben noch so im Stile von Monkey Island, also so in der Grafik. Ich habe mal. Ne, selber gespielt habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Bei meinem Vater lief es, glaube ich, mal. Da habe ich mal ganz kurz reingeguckt. Ah, egal. Aktiv gespielt habe ich den zweiten Teil. Und, also mein allererstes Point-and-Click war ja Nightlong. Nightlong. Ich erkläre mal Nightlong. Nightlong ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. War mein allererstes. Hat mein Vater irgendwann mal mitgebracht. Hat er auf dem Grabbeltisch für 5 € oder so gefunden. Und ich und mein Vater wir lieben dieses Spiel oder haben es geliebt. Mein Vater ist ja kein so großer Gamer. War mein erstes Point-and-Click. Mit einem Typ, Joshua heißt der.